Man sagt ja immer, Spannung, ach, das hat irgendwas mit Elektrotechnik zu tun und so weiter. Ja, stimmt ja auch. Aber es gibt auch eine sogenannte mechanische Spannung. Ich zeige das mal am Beispiel von Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung, Torsionsspannung, was diese Spannung bedeutet. Mal zur Zugspannung. Wenn ich eine Feder habe und ziehe die lang, dann ziehe ich die. Ich spanne die, daher kommt das Wort. Und normal deswegen, und jetzt kommen wir mal lieber auf diese Schraube, die ich hier irgendwo reingedreht habe, zu sprechen. Diese Spannung, die spannt etwas, also die scheint es zu zerreißen zu wollen. Und das Wichtige, weshalb normal, eine normale ist eine senkrechte Linie. Wenn ich mir überlege, wie stark die Schraube ist, das heißt, wie viel hält sie denn aus, dann kann ich sagen, ich nehme mal hier einen Schnitt und der ergibt eine Fläche. Und genau senkrecht zur Fläche wirken eben pro Quadratmillimeterchen entsprechende Kräfte. Normal. Also das heißt, nicht normal, so wie das muss so sein, sondern im rechten Winkel zu dieser Fläche. Ein typisches Beispiel aus der Technik ist zum Beispiel, ich habe eine bestimmte Festigkeit angegeben, also R wie Resistance eines Materials, und zwar hält jeder Quadratmillimeter 200 Newton aus. Also anders gesagt, man sagt 200 Newton pro Quadratmillimeter. Das ist wie eine Einheit des Drucks. Das Newton pro Quadratmeter, ne, gibt man auch so an. In der Technik macht man es gern mit Quadratmillimetern. Beispiel nochmal, unsere Schraube. Ein 10er Durchmesser, also im Kerndurchmesser, ne, nicht außen. Das Gewinde selber trägt das nicht, sondern wie viel ist dazwischen, wenn man sich eine Schraube von der Seite anguckt. Und ich nehme mal hier den Schaft dieser Schraube. Und wie gesagt, ich mache in Gedanken einen Schnitt dadurch. Und wie groß ist die Fläche? Die errechnet sich einfach, die beträgt rund 80 Quadratmillimeter. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal die maximale Zugkraft ermitteln, die bei dieser Materialfestigkeit die Schraube noch hält, ohne sich plastisch zu verformen, also ohne dass sie sich total in die Länge zieht und dann so bleibt, also kaputt geht, dann setze ich einfach diese 200 Newton pro Quadratmillimeter ein, nehme das mal 80 Quadratmillimeter dieser Fläche und sage dann, okay, das heißt, die hält 16.000 Newton aus. Das entspricht einer Gewicht. Also eine Masse von ungefähr 1600 Kilogramm, die ich da ranhängen kann. Bei einer 10er Schraube ist das schon ganz schön viel. 10 mm Durchmesser. Und nochmal, was bedeutet das? Es bedeutet, auf jeden dieser kleinen Quadratmillimeter, ich habe nochmal so ein Lupensymbol hier draufgelegt, also jedes Quadratmillimeterchen, darauf wirken 200 Newton. Beachtlich, denke ich mal. Ich hoffe, dass ich jetzt mal dieses Wort Spannung auch nochmal anders ein bisschen erklären konnte. Was ist da eine Druckspannung? Die ist so ähnlich. Das ist übrigens auch eine Art der Normalspannungen, weil die auch senkrecht auf etwas wirkt. Und wenn ich, am besten man nimmt so einen Knetezylinder und drückt mal von oben drauf, dann wird er sich weiten zur Seite. Also er wird sich verformen. Wenn man das nicht so doll macht, bei Knete nicht, das ist ja plastisch, ein plastischer Werkstoff, aber das gilt auch in der Technik. Also wenn ich hier oben drauf drücke, dann wird er sich ausbauchen, dieser Körper. Natürlich nur gering, man sieht das nicht, aber wenn man es richtig übertreibt, sieht man es auch. Was ist die Schubspannung? Das ist keine Normalspannungsart, weil ich stelle mir mal einen Körper vor, den ich einfach verschoben hatte. Verschoben in Form von, ich schieb mal so seitlich von oben drauf. Da die nicht senkrecht auf irgendwas wirkt und auch nicht senkrecht von hier kommt, ist das eben keine Normalspannung. Und die Torsionsspannung? Die Torsion heißt verdrehen, verdrillen. Wenn ich mal einen Vierkantstab mir so vorstelle, wie ich ihn eigentlich liegen lassen habe, und ich nehme diesen Vierkantstab und spanne den hier hinten irgendwo in Material ein, also der ist hier hinten meinetwegen verschweißt oder reingesteckt oder was auch immer, und ich drehe den, verdrehe den, dann wird, sieht man das auch direkt, dann werden natürlich diese Fläche nicht mehr dieser Fläche genau gegenüber liegen, und zwar die Kanten nicht mehr, und demzufolge ziehen sich auch die gesamten Linien und verbiegen sich. Das, ich habe hier rangeschrieben F-Tan, tangential. Tangential nochmal eine Tangente, die berührt. Der Tango, ich, also der Tango, das heißt, Tango heißt eigentlich, ich berühre. Ein ziemlich enger Tanz. Aber hier geht es darum, ich berühre von außen zum Beispiel eine Kreisfläche, das ist eine Tangente, kennt ihr alle. Und wenn ich da eine Kraft wirken lasse,
ist das auch wieder keine Normalspannungsart, die dabei entsteht. Also die Torsionsspannung gehört nicht dazu. Ich werde also das ganze Ding verdrillen. In der Medizin ist es ganz böse, Torsionsbrüche zu haben. Also wenn ein Knochen per Verdrehung gebrochen wird, dann splittert der ganz widerlich hier auf dem Mantel und das lässt sich wieder schwer heilen. Aber das bloß mal nebenbei. Gut, ich hoffe, dass ich einiges Licht reingebracht habe in das Wort Spannung, und zwar in diesem Fall mechanische Spannung und die Spannungsarten, die es gibt. Gerechnet wird es immer wieder gleich, und wenn ihr mal lest, die Materialspannung ist so und so, dann ist damit die Festigkeit gemeint. Gut, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, das Wort Spannung mal unter mechanischen Gesichtspunkten zu sehen, dann hinterlasst doch mal einen Daumen oder gebt mir einen Kommentar, was ich noch machen soll in der Richtung. Würde mich freuen, gibt auch mehrere Sachen, die ich einfach, weil ich sie für Selbstverständlichkeiten halte, gar nicht erklärt habe. Gut, bis später. Tschüss.